Hört ihr nochmal irgendwann auf? Ich suche gerade nach einem leichten Weg auf die Brücke hoch, aber... Ja, der hat aufgehört. Einer müsste noch aufhören zu suchen. Ah, ich probier's mal. Ah, das war ja wieder genial. Ja, triff mich halt noch, ne? Ja, die Kügelchen droppen so selten. Gibt's irgendein Upgrade, das Kügelchen öfter droppen? Das wäre mega geil. So, Kollege. Kann ich dich auch irgendwie cheesen? Dich muss ich doch auch cheesen können, oder? Du kommst einfach her, ich renn weg. Und jetzt cheese ich dich, ne? Wenn die Musik aufhört, müsste er resettet sein. Oder auch nicht. Jezero. Der läuft nur verdächtig lang nach, gerade. Vielleicht, wenn ich jetzt hochgehe? Moin! Ha! Easy! Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, der ist auch permanent tot, oder? Kann das? Ah! Ihr seid nur Schildidioten. Na, mit euch habe ich ja überhaupt kein Problem. Dank dieser tollen Axt, die ich hier habe, ne? Ja, Weg ist frei. Da liegt noch was. Was mache ich eigentlich mit dem Geld in dem Spiel? Hat das einen sinnvollen Verwendungszweck jetzt schon? Kann ich da irgendwie was upgraden oder so? Meine Waffe? Meine Rüstung? Irgendwas? Wo bin ich denn jetzt? Oh nee. Oh nee. Das sieht doch nach Bosskampf aus. Wer bist denn du? Guten Tag. Bist du ein Schmied? Ein Vater? Kügelchen kaufen, okay. Ja, das wäre eine Idee, ne? Versteckter Tempelschlüssel, der Schlüssel zum verborgenen Hirata-Tempel. Okay. Kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang über den Friedhof. Ja, ist okay. Soll ich den töten? Bringt mir das was, wenn ich den jetzt umhau? Hat das Sinn? Okay, da kann ich. Ich muss jetzt einfach zurücklaufen, ne? Achso, ich kann. Ah, deswegen gibt's hier den Baum da. Ah, hier! Hier hoch. Aha. Ja, hier brennt's halt übel, ne? Sieht nicht so toll aus, würde ich jetzt renovieren lassen hier. Ja, GG. Hast du gut gemacht, ne? Top. Jetzt bin ich wieder da, ne? Jetzt bin ich wieder... Genau, jetzt bin ich wieder hier, wo ich dann in den Tunnel rein bin. Und das war halt mega uncool. Aber weißt du was? Ich teleportiere mich jetzt zurück. Wo ist denn der Ast? Hier ist er. So, ich teleportiere mich jetzt zurück. Soll ich mal aufleveln? Also hier wieder eine Fähigkeit kaufen oder so. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Fähigkeit. Ich habe 4 Punkte. Weiß halt nicht, wenn ich das hier... Bringt das was? Oder hier irgendwie. Da rückwärts. Damit ich das da habe.
Vielleicht ganz okay. Aber irgendwie, das sieht cooler aus. Geh mal darauf. Obwohl, nee. Hier wäre ich... Ah, da werde ich schwerer entdeckt, ne? Nehme ich mal das mit. So, und das ist das Übersprung. Eine Shinobi-Kampfkunst, mit der man hinter einen Gegner mit durchbrochener Haltung gelangt. Diese Kampfkunsttechnik ermöglicht den Einsatz von Hinterrücks-Todesschlägen mitten im Kampf, ohne getarnt zu sein. Na, warum nicht? Level sind Level. Nehme das einfach mit. So, und jetzt will ich da wieder hoch. Ich renne da jetzt eh einfach dran vorbei. Also, machen wir da jetzt keinen Stress deswegen. Moin. Es geht ab. Ich würde da ganz gerne... Dankeschön. Ist der Dick jetzt eigentlich auch wieder da? Der lebt sogar wieder. Ich dachte das eigentlich, dass das ein einmaliger Gegner wäre. Ah, das war knapp. So, und jetzt will ich... Wo ist denn... Was? Jetzt kann ich wieder hier durch. Ja, ne, seems legit. Muss ich jetzt wieder mit dir reden? Okay. Warum auch immer der Weg jetzt wieder frei ist. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Hui. Yep. Okay. Ah, wieso? Wie komme ich denn da rüber? Endgegner, Haus. Sprung. Ein Speedrun von dem Spiel wäre interessant. Weil da kannst du die Bosse ja nicht mehr so richtig schießen, oder? Also nicht mit Items schießen, oder? Geht das? Musst dir viele sicher parryen. Weißt du was, ich renne da jetzt einfach so dran vorbei, das ist mir jetzt egal. Komm. Das ist mir zu doof. Moin. Lasst euch von mir nicht stören, bitte. So. Kann ich nicht hier irgendwie auf diesen... Ah! Jetzt ging's. Das ist halt nur... Es ist so scharf, das Timing. Aber kommt man da in... Kommt man da nicht nur daher? Ist das der Friedhof? Da wäre ich dann da oben, ne? Und dann komme ich hier durch die Höhle durch. Und wenn ich in der Höhle da hochspringe, dann bin ich eigentlich genau da, wo ich dann wäre, oder? Vermutlich hier, oder? Soll ich jetzt weitergehen oder soll ich jetzt hier nicht weitergehen? Ich bin jetzt verwirrt. Bin ich jetzt richtig? Weil ich habe jetzt den, ich habe irgend so einen Schlüssel jetzt bekommen. Und hier bin ich jetzt... Wo bin ich denn eigentlich? Ja, ich weiß, dass ich hier schon war. Aber hier bin ich ja in diesem Hirata-Haus, oder? Ja, zumindest der Boss ist nicht mehr da, ne? Ich meine, da geht's weit. Okay, wenn offline schon so anfängt, dann am besten nicht, ne? Ich will eigentlich nur diesen einen Sprung schaffen, aber ich weiß halt irgendwie... Ist der lästig, der Sprung. Alter, ernsthaft? Ach komm. Und wo ist die Pagode? Ja, das frage ich mich auch, wo die Pagode ist. Das ist eine sehr gute Frage. Nee, ist nicht verworfen. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Ich glaube, vielleicht ist das eh genau dort, wo ich hin will. Das könnte ich mir schon wieder vorstellen. Also, dass das genau dort bei dem Sprung ist, wo ich eigentlich hin will. Audienzsaal? Ne, da will ich nicht rein. Ich will hier nicht, ne? Ich bin so froh, dass ich das Spiel auf die SSD gepackt habe und nicht auf die HDD. Das wäre schrecklich gewesen. Auf der HDD. Glaube ich. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt.
So, Digga. Aua. Uff. Das hätte jetzt sehr knapp werden können hier. Gibt's da irgendeinen Trick, wie man... wenn man den Sprung besser schafft, weil hier von Haus zu Haus, das ist echt nicht leicht. Das schaffe ich im Prinzip nur mit Glück. Ah, guck an, habe ich es geschafft. Ja, aber jetzt bin ich halt genau hier, wo ich, ne? Bin ich genau da, wo ich eigentlich vorher auch war. Hm. Toll. Puh. Ja gut, vielleicht sollte ich einfach nochmal mit dem Typen reden, damit ich weiß, wo ich hin muss. Er meinte zurück über den Friedhof. Ich soll südlich der Klippe oder seitlich der Klippe entlang zum Friedhof. Aber das wäre genau der Weg, wo ich gerade hinlaufe, oder? Offline? Pirater anwesend. Ja. Gucke jetzt nochmal eben, was der Typ gesagt hat. Also der Uhu da. Autsch. Der Pfeil hat gesessen. So. Von mir aus nach links gehen und den Klippen folgen. Von dir aus, wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich einen Weg ins Innere des Anwesens. Also hier nach links. Ich muss da. Also der Typ sagt, ich muss dahin, wo ich gerade die ganze Zeit schon hin wollte. Und wo ihr sagt, ich soll da nicht hinlaufen. Also ihr verwirrt mich gerade so ein bisschen, ne? Aber guck, jetzt schaffe ich den Sprung wenigstens, ne? Ich laufe da jetzt hin. Ich laufe da jetzt einfach hin. Ist mir wurscht, was ihr da jetzt... Warte, warte, vielleicht soll ich hier weiterlaufen. Ist hier was? Ne, hier ist ja eh nichts, ne? Yo, rip. Rip me, rip, 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 rip. Ja. Das, es geht nur mehr in den ominösen Keller. Ah! Lass mich! Jetzt sterbe ich im Wasser. Nee. Das wäre jetzt aber auch verdammt blöd gewesen, ne? Denke ich mir ja, dass es nur noch in den Keller geht. Dann gucke ich noch eben in den Keller rein, was uns da erwartet. Und ich glaube, dann sollte ich eh langsam Schluss machen, weil ich halt morgen doch noch arbeiten muss. Leider. Sonst würde ich jetzt noch weiterspielen. Ja. Für allen Neuen... auch danke für die ganzen Tipps, aber ich gucke jetzt trotzdem noch eben zu dem Keller, oder? Danke für die Tipps, auf jeden Fall. Also ich kann mich hier einfach hinteleportieren, ich depp. Und ihr könnt gerne im Discord joinen, da könnt ihr nämlich Feedback hinterlassen, worüber ich mich sehr freuen würde. Und auch mitquatschen und mitzocken, bei anderen Spielen halt, bei dem jetzt natürlich ist es schwierig, ist ja nur Singleplayer. Und ihr bekommt auch eine Notification, wenn ich live gehe, weil die E-Mail funktioniert oft mal nicht so, wie sie soll. Gib mal Ruhe hier. So. Was ist das jetzt für ein Keller? Wenn er mich da schon so neugierig drauf macht. Guten Tag. Ah, eben, ich brauchte nur den Schlüssel. Da hätte ich einfach nicht weitergekommen ohne den Schlüssel. Ja. Das sieht allerdings auch aus wie ein Bosskampf. Bist du schlafen oder nicht? Okay, nicht schlafen. Ich will ihn sehen. Ich
そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。 Die haben jetzt ernsthaft 2 Meter nach einem Boss noch einen Boss hingepackt? Was ist denn los mit denen? Ne, ich will nicht tanzen. Ich habe gerade mit dem fiesen Fettsack getanzt. Lass mir doch Pause hier. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist der Ausweichkonter ideal. Bei niedriger Vitalität des Feindes sind Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Okay, die hat eine hohe wahrscheinlich hohe Haltungserholung. Das heißt Ausweichkonter. Das heißt, ich muss einen Ausweichschritt mit B machen und dann mit RB rechts Ausweichkonterangriff. Okay. I try. Hi. Jo, RIP, ne? Wow. Muss ich jetzt hier parryen oder nicht? Aber sie macht zumindest nicht so viel Damage. Wie der andere Typ. Das Smetterling hier. Au, der hat gesessen. Der macht doch. Nein. Ich will mich heilen. Nein, geh weg. Bloß später. Okay, wie die jetzt funktioniert, ist mir auch nicht so ganz klar. Aber sie hat zumindest nur einen HP-Punkt. Au! Au, oh, oh. Okay. Aber nicht mit mir. Ich stehe auf und kann nicht heim, weil sie zu schnell ist, ne? Oder doch? Easy! Okay, Leute. Den Boss, den gehen wir das nächste Mal an, weil ich werde jetzt dann den Stream beenden. Normalerweise höre ich um 10 auf, jetzt ist es doch ein Stückchen später geworden. Ich danke allen Neuen fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nächster Stream ist vermutlich am Mittwoch. Übrigens, wegen dem Stream am Freitag, weil ich streame immer Montag, Mittwoch, Freitag. Der Stream am Freitag fällt aus, beziehungsweise wird verschoben, weil am Freitag ist Valentinstag. Dann mache ich was mit meiner Freundin. Das heißt, der Stream wird vorverschoben auf Donnerstag 18 Uhr. Na, nur dass ihr Bescheid wisst, schreibe ich auch nochmal im Discord aus. Aber für die, die gerade im Stream sind, die wissen es dann eh. Ja, wie gesagt, für alle Neuen war richtig cool, dass ihr da seid und da wart. Wenn ihr wollt, sehr gerne im Discord folgen und würde mich auch beitreten und würde mich freuen, euch dort zu sehen, beziehungsweise auch wieder im nächsten Stream zu sehen. Ich werde jetzt noch schauen, wenn ich raiden kann. Schauen wir mal, wer bietet sich denn da an? So, ich müsste erst... Ach, dieses dämliche Big Picture. Das brauche ich, ne? Damit mein Controller funktioniert. Big Picture verlassen. Ja, ich kann Big Picture nicht verlassen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, gerade ein Spiel offen habe. Macht Sinn, ne? Ah, der Sashimi. Der spielt gerade E-Fallen Fantasy. Dann raiden wir den, würde ich sagen. Das bietet sich hier an. Wo ist mein Browser? Ich hab... Ah, da ist er. So. Dashboard. Ja, kein Valentinstag-Stream. Leider, ne? Chitoge.
Sowas aber auch. Sashimi. Genau. So. Richtet ihm schöne Grüße aus. Wie gesagt, wir sehen uns dann vermutlich am Mittwoch wieder. Um 18 Uhr. Und da werden wir dann wahrscheinlich den Poster angehen, ne? Ich freue mich schon auf süße Zeichnungen. Ja, ich sage ständig, sie sollen mir zeichnen, aber, ne? Also mehr digital, sie zeichnet eh gerade nur halt analog. Naja, leider. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.